Hallo und herzlich willkommen zur Paint Scheme Preview zum Darlington Throwback Wochenende. Ja, in Darlington gibt es ja ein, ja, wenn man so möchte, Ritual, und zwar wird da quasi Fasching gefeiert, Nesca-Fasching, wenn man so möchte, oder eine Mottowoche veranstaltet. Bei der werden nämlich die ganzen Paint Schemes, die an diesem Wochenende gefahren werden, angelehnt an vergangene Zeiten. Es wird erinnert an alte Paint Schemes, also alte Lackierungen. Es wird erinnert an, ja, Fahrer, die Historisches erreicht haben. Teilweise, wenn irgendwie Familien zum Beispiel Mitglieder gefahren sind, wie der Vater zum Beispiel, wird daran mit eben dieser Sonder, ja, Lackierung, diesem Paint Scheme oder Sonderfolierung ist es ja eigentlich, erinnert. Und das ist eigentlich immer eine sehr, sehr coole Sache, weil man immer erstmal schauen kann, an wen da erinnert werden soll. Und genau das machen wir hier in diesem Video. Die meisten Teams haben nämlich schon auf Social Media, jetzt vor allem auf Twitter, bekannt gegeben oder gezeigt, was sie bei diesem Wochenende fahren werden. Und ja, gab es einige Überraschungen. Und wir gehen einfach mal so ein bisschen durch, gucken uns an, an wen da erinnert wird. Und ja, gehen dann auch so ein bisschen in die persönliche Bewertung. Da seid ihr dann natürlich auch gefordert. Schreibt gerne in die Kommentare, was da so eure Favoriten sind. Und ich würde sagen, wir legen einfach direkt mal los mit der Cup-Serie und fangen da natürlich ja, nummeriert an. Es geht los mit der Nummer 2, Austin Cindric, der ein Rusty Wallace Throwback ausgepackt hat. Ich muss sagen, ja, ist jetzt vielleicht gar nicht auf den ersten Blick so richtig doll als Throwback zu erkennen. Sieht so ein bisschen aus wie ein normales Menards Paint Scheme, aber trotzdem ganz cool mit dem Gelb und Grün, bisschen flammenmäßig. Ja, ist auf jeden Fall kein super schlechtes. Man muss natürlich dazu sagen, von Nesca war es die Anordnung, dass die Nummern trotzdem nach vorne gerückt sein müssen. Das hatten sich viele anders gewünscht, dass sie seitlich sind, wie das ja bis zur letzten Saison immer üblich war. Hat Nesca leider nicht gemacht, obwohl ich sagen muss, bei den meisten Paint Schemes stört es mich persönlich gar nicht so doll, wie ich dachte. Außerdem bringt Goodyear besondere Reifen, die, das sieht man jetzt hier nicht, aber die sind ja, weiß lackiert quasi, die Aufschrift Goodyear Eagle. Und soll auch an vergangene Goodyear-Reifen erinnert, wo das noch wirklich mit Farbe raufgesprayt wurde. Auch das natürlich ganz cool. Gehen wir weiter. Stewart Haas Racing haben hier ein paar Zeichnungen reingemacht, die ja auch schon einige Paint Schemes veröffentlicht haben. Hier die 4 von Kevin Harvick. Der fährt das Chasing a Cure Paint Scheme, was im Oktober 2011 und 2012 gefahren ist. Es ist die 15. Saison für den Sponsor Reams. Dementsprechend wird daran natürlich erinnert. Und dementsprechend ist das das 500. Rennen mit Ream als Sponsor. Und ja, das Paint Scheme muss man mal sehen, wie es in echt aussieht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich in Rot sein soll oder ob es wirklich in Richtung Pink geht. Es sieht ganz interessant aus, auch wenn das jetzt noch nicht so mein Favorit ist. Ich muss sagen, die Cup Series hat schon einige gute Throwbacks, aber gerade wenn wir in die Richtung Xfinity gehen, das gucken wir uns nämlich auch noch an, genauso wie die Truck Series, aber ich glaube, dieses Jahr sind meine Favoriten von allem, was ich bisher gesehen habe, sogar eher in der Xfinity-Serie zu finden. Da sind sehr, sehr coole Sachen bei. Okay, gehen wir weiter zur Nummer 5, zum Kyle Larsen HendrickCars.com Chevy, der ja auch ein sehr cooles Throwback macht zu Tim Richmond, ein Fahrer, der ja, ehrlich gesagt, glaube ich, nicht allzu doll bekannt ist, aber das Paint Scheme sieht ziemlich cool aus. Natürlich so ein bisschen patriotisch, könnte auch beim Coca-Cola 600 gefahren werden, aber ja, minimalistisch. Gerade mit der schrägen Hendrick Chevrolet-Werbung vorne drauf, finde ich, sieht das schon ganz cool aus. Hat was, auch wenn mir vielleicht so ein bisschen Blau fehlt, aber dann wäre es vielleicht doch ein bisschen zu patriotisch wieder, aber. Finde ich, ist ein schönes Paint Scheme. Weiter geht's mit der 6 von Brad Keselowski. Sein Teamkollege fährt ein relativ ähnliches Paint Scheme. Ist ein Throwback zu Mark Martin, der das in 2004 gefahren ist in Darlington. Ja, sieht ziemlich cool aus. Ich habe gehört, dass das bei vielen Leuten auf Begeisterung stößt. Also, ich finde es auch eins der hübscheren, auch wenn ich sage, dass da noch einiges geht. Da gibt es noch ein paar größere Kracher, würde ich sagen. Weiter geht's mit Zweier, was wir vorhin schon einmal kurz gesehen haben. Und das ist für mich in der Cup Series wirklich eins der besten Paint Schemes. Das ist ein Marty Robbins Throwback,
Und besonders cool ist hier natürlich, dass Nesca das anscheinend erlaubt hat. Eigentlich war es wohl verboten. LeJoy hat ja eigentlich die Nummer 7 und hier haben sie quasi noch die zweiten Siebenen für die 777 dazu geschrieben, auch wenn es natürlich ein bisschen kleiner ist. Aber in Nesca sind heutzutage eigentlich diese dreiziffrigen Nummern anscheinend verboten. Dementsprechend, ja, sehr cool, dass sie es gemacht haben. Sieht natürlich auch sehr, sehr cool aus mit dem Curry LeJoy-Schriftzug statt Marty Robbins. Also, ja, wirklich ein sehr, sehr gutes Throwback-Paint-Scheme. Auch schön das Geld mit übernommen. Ja, wirklich viele Sponsoren waren ja hier nicht drauf, um nicht zu sagen, quasi keine. Auch hier nicht irgendwie vollgeklatscht mit unnötigen Sponsoren. Das muss ich sagen, Spy habt ihr gut gemacht. Das sieht toll aus. Gefällt mir. Weiter geht's mit Chase Elliott, der gerade ja in Dover gewonnen hat und hier natürlich in den Napa-Farben unterwegs ist. Ein Throwback zur 1993er Saison von Jimmy Means. Ein Fahrer, der mir jetzt auch nicht allzu viel gesagt hat, ehrlicherweise. Aber das Paint-Scheme sieht ganz cool aus. Gibt hier noch einige Bilder, auch wenn man sagen muss, das ist vielleicht doch schon ein Stück weit weg, wenn man jetzt das Bild sieht im Vergleich zu dem. Hier sieht das Gelb doch sehr knallig aus, aber an sich gefällt mir das Paint-Scheme schon ganz gut. Auch mit der grauen Nummer, das kommt ziemlich gut und hier sind auch schon die Reifenmarkierungen in weiß drin. Ja, kann man machen, auch wenn es nicht das Allerbeste ist. Ein bisschen besser wird es hier, auch wenn das natürlich ein altes Bild ist. Es ist noch kein Render vom neuen. Und das ist halt schon eine coole Geschichte. Toyota feiert das 1500. Rennen in der Nesca-Serie und dementsprechend gibt es hier spezielle Throwbacks und Denny Hamlin wird ein Throwback zu sich selber fahren. Und zwar zu so einem 2016er Daytona 500-Sieg. Ein ziemlich cooles Paint-Scheme, was, soweit ich weiß, auch ziemlich beliebt ist. Und das stelle ich mir auch ziemlich gut auf dem neuen Next-Gen vor. Im Endeffekt hier einfach ja, schwarz statt weiß mit dem FedEx Lila. Aber das sieht bestimmt ganz cool aus. Da freue ich mich drauf. Und irgendwo, ja, wenn man eben so erfolgreich ist, dass man so viele Daytona 500s gewonnen hat, man kann nicht auch verstehen, dass man das dann gerade zu so einem Spezialanlass mal zu sich selbst throwbackt, wenn man so möchte. Komisches Wort. Aber ja, wird bestimmt auch ganz cool. Nächster in der Reihe ist dann die 14, Chase Briscoe mit Mahindra, was ein Throwback zu dem Chef der Organisation, Tony Stewart, wird. Stewart Haas Racing, ja, namensgebend. Und zwar zu dem Tag, als Tony Stewart in 2001 das Coca-Cola 600 und das Indianapolis 500 im IndyCar an einem und demselben Tag gefahren ist. Also auch unglaubliche Geschichte, was damals abging. Ich glaube, aus heutiger Sicht ziemlich unvorstellbar. Ja, mal schauen, bis es irgendwann dann doch jemand macht. Aber ja, Wahnsinn, das Paint-Scheme, auch wenn es hier natürlich wieder nur so eine Renderzeichnung ist, whatever. Sieht aber schon ziemlich cool aus. Da bin ich echt gespannt drauf, wie das in echt aussieht. Wenn man sagen muss, die Mahindra Paint Schemes waren ja eh immer so rot-schwarz, was Briscoe in dieser Saison fährt. Dementsprechend ganz anders ist es nicht. Aber ja, der kleine Blitz, der hier drauf ist, sieht ganz cool aus. Ich bin gespannt, wie es dann wird. Weiter geht's mit vorhin schon angekündigten Chris Buescher, dem Teamkollegen von Brad Keselowski und einem, ja, relativ ähnlichen Paint-Scheme, auch wenn das natürlich an Matt Kenseths 2004er Ford erinnern soll. Matt Kenseth ja in den, ja, typischen DeWalt-Farben mit dem Gelb und Schwarz, auch wenn hier natürlich nicht DeWalt draufsteht. Ja, ist auch ein okayes Paint-Scheme, haut mich jetzt auch nicht komplett vom Hocker, aber sieht solide aus. Ich denke mal, da hat man jetzt nicht allzu viel verkehrt gemacht. Ein bisschen merkwürdig sieht es hier vorne mit dieser Welle aus und dem großen Vorzeichen. Das stört mich so ein ganz kleines bisschen irgendwie, aber ansonsten finde ich, sieht das auch absolut solide aus. Weiter geht's mit der Nummer 18, mit Kyle Busch und einem Throwback zur 1998er Lackierung von M&M's. Da gab es ja tatsächlich eine Abstimmung, wo die Fans entscheiden konnten, welches M&M Paint Scheme gefahren wird. Und ist schön, dass ja eben dieses Paint Scheme es geschafft hat, in der letzten Saison von M&M's hier nochmal das Throwback-Wochenende zu begleiten. Wir haben ja noch ein paar andere Bilder. Ich muss sagen, mir gefällt das echt gut. Also gerade hier die drei M&M's mit der Zielflagge vorne drauf. Sieht sehr cool aus, finde ich. Also das ist vielleicht sogar ein Kandidat, den man sich dann mal als Modell, als Diecast mal wieder ja, leisten kann. Ich finde, das könnte auch eins der coolsten Paint-Schemes in der Cup Series diesmal sein. Also ja, wie gesagt, schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, aber ich finde das sehr, sehr gelungen. Weiter geht's mit dem nächsten Joe Gibbs Kandidaten und zwar Christopher Bell.
der ja auch zu sich selber throwbackt, wenn man so möchte. Und zwar zu seiner 2017er Saison, wo er in der Truck Series mit dem Paint Scheme die Meisterschaft geholt hat. Auch vollkommen solide, sieht auch sehr, sehr gut aus. Die beiden Paint Schemes passen perfekt zueinander. Also, das ja wirklich ein super Paint, also super Throwback, auch wenn es jetzt nicht unbedingt das allerspannendste Paint Scheme meiner Meinung nach ist, aber ja, für alle Truck-Fans auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Weiter geht's mit den Wood Brothers und da ist es ziemlich cool, denn das ist Harrison Burton, der einen Throwback zu seinem eigenen Vater Jeff Burton macht und das ist auch meiner Meinung nach ein sehr, sehr cooles Paint Scheme hier mit dem Blitz drauf. Also, das gefällt mir sehr gut, auch wenn es irgendwie ein bisschen im Trend liegt, anscheinend in lila bzw. pinkfarbene Throwbacks zu gehen dieses Jahr. Aber ich finde wirklich, dass es das klasse aussieht und freue mich darauf. Quasi ein Throwback, was ein paar Tage vor der Geburt von Harrison Burton gefahren wurde, darf er jetzt hier selber fahren. Und ja, mir gefällt's. Gehen wir weiter zum nächsten, was. Ja, wahrscheinlich ja, das Auto sein wird, was am schnellsten weg sein wird bei allen Merch-Sachen, bei allen Diecast-Verkäufern. Und ja, man hat es endlich gemacht, muss man wirklich sagen. William Byron, der seitdem er die 24 von Jeff Gordon übernommen hat, ja quasi immer einen Throwback zu ihm fährt. Es gab ja quasi diesen Rainbow Warrior und was nicht alles. Aber man hat sich irgendwie nie so richtig an dieses ganz ikonische Flammendesign rangetraut. Und dieses Jahr ist es endlich, muss man sagen, soweit. Es ist das Flammen-Paint-Scheme, was wir uns alle gewünscht haben. Es sieht fantastisch aus. Also da wüsste ich kaum eine Sache, die man da noch verbessern sollte. Sieht wirklich, wirklich gut aus, auch mit der Nummer nach vorne. Stört mich überhaupt nicht, muss ich wirklich sagen. Also gerade bei dem nicht schön mit der mit den ja, gelben, neongelben 24 an der Seite drauf. Super Paint Scheme. Also ja, da das wird wahrscheinlich die meisten wirklich sehr freuen. Dann geht's in die letzten drei Cup Paint Schemes und da haben wir erstmal Cole Custer, der Jason Loeffler ja, honored. Sagen, sagt mir jetzt auch nicht allzu viel, aber das war der erste Fahrer, der für Haas CNC Racing den ersten Sieg geholt hat. Also da quasi der erste Sieg des Teams. Coole Sache, auch wenn das Paint Scheme jetzt auf den ersten Blick auch nicht sonderlich anders aussieht als sonst, aber ja, wenn man es weiß, ist das natürlich schon ganz cool. Gehen wir weiter zu 2311 Racing, zu Kurt Busch, der ja, zum Vater von Chase Elliott, zu Bill Elliott, ein Throwback macht. Ein McDonalds-Throwback, was ja ziemlich cool aussieht, auch wenn man sagen muss, 2311 und die McDonalds Paint Schemes hatten wir ja in der letzten Saison schon öfter bei Bubba Wallace. Da sehe ich jetzt keinen gigantischen Unterschied, aber es ist an sich ein schönes Paint Scheme, also werde ich mich nicht beschweren. Hinten noch schön mit dem schwarzen Heck, mit dem Monster Energy, sieht ganz cool aus, auch wenn ich bezweifle, dass es das damals 1996 bei Bill Elliott gab, aber mir gefällt es an sich schon. Und dann der letzte in der Reihe in der Cup Series. Alex Bowman, der ein Mark Martin Throwback fährt, was meiner Meinung nach wirklich, wirklich gut aussieht. Zwar Ally-Werbung drauf, ist aber, glaube ich, Valvoline vorher gewesen. Nicht ganz sicher. Aber es sieht cool aus. Also sehr simpel, minimalistisch, aber mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut. Die drei Farben, das ist ja fast ein bisschen die BMW M-Farben, auch wenn es nicht ganz in der Reihenfolge ist, aber sieht meiner Meinung nach auch ziemlich gut aus und sehr, sehr gelungen. Gehen wir weiter in die Xfinity-Serie. Und da starten wir mit, ja, auch einem Mark Martin Throwback, was sehr, 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 sehr gelungen ist. Vor allem meiner Meinung nach durch die Chromräder. Das sieht unfassbar gut aus. Hier vorne auch diese Dreiecksform übernommen seitlich. Also da gibt es ja wenig, was man hier noch verbessern kann. Das ist natürlich Brad Moffats Auto. Hier auch schön das Logo angepasst, auch wenn es ein anderer Sponsor ist. Das ist so das, worüber sich die Amerikaner eigentlich immer am meisten freuen, wenn es ja, selbst wenn es ein anderer Sponsor ist, der dann den Spaß mitmacht und das Logo dementsprechend anpasst, hier sieht man es sehr perfekt. Also ja, besser kann man ein Throwback eigentlich nicht machen, auch wenn es jetzt vielleicht meiner Meinung nach jetzt nicht das unfassbar hübscheste Paint Scheme an sich ist, aber es ist super gemacht, selbst das rote Window Net wird übernommen. Also wenn das Ding wirklich dann nachher so auf der Straße steht, wie es hier im Render aussieht, wirklich Perfektion. Weiter geht's mit Ryan Vargas, der, ja, wie sollte das anderes sein? Man erkennt sofort Jeff Gordon, ein Throwback zu dem legendären Pepsi-Werbespot,
Paint Scheme macht, auch wenn es leider kein Pepsi als Sponsor ist, aber auch hier wird der Sponsor so angepasst, dass es sich ans Pepsi-Logo annähert. Ja, sehr gut. Auch die Nummer schön übernommen. Hier in der Xfinity-Serie natürlich die Nummer noch mittig, hatte ich gerade vergessen zu erwähnen. Ja, auch meiner Meinung nach sehr gelungen, wenn auch relativ simpel. Weiter geht's mit Junior Motorsports und ja, hier wird bei Justin Allgaier ein Throwback zum Vater von Dale Earnhardt zu Dale Earnhardt Senior gemacht, zum legendären Hellmans Paint Scheme, schön in blau-gelb gehalten, meiner Meinung nach auch ein wirklich schönes Paint Scheme, schöne Farben und ja, mal sehen, wie es dann in echt aussieht, aber Hellmans hat ja schon Dale Earnhardt Junior öfter mal gesponsert, wenn der seine Xfinity-Rennen gefahren hat und dementsprechend hier auch auf Justin Allgaiers Auto gutes Paint Scheme. Das ist wiederum nochmal ein Paint Scheme, was meiner Meinung nach in der Xfinity-Serie nochmal eine ganze Schippe drauflegt. Das ist eins meiner vielleicht so Top 3 Paint Schemes von diesem Jahr, Darlington. Und zwar Tire Pros mit Josh Berry, der hier ein Throwback zum Looney Tunes Paint Scheme von Dale Earnhardt Senior fährt. Ja, Dale Earnhardt Junior, sorry. Von den Anfang 2000er Jahren, 2002 war es, glaube ich. Sehr, sehr gut. Schade, dass man hier nicht ein Vergleichsbild reingemacht hat, aber es wurde auf den Sponsor perfekt ja, ja, designt. Also hier vorne normalerweise das Looney Tunes Monster, jetzt hier das Tire Pros Monster, genauso wie seitlich. Das ist an sich schon ein Top-Paint-Scheme und wenn man den Hintergrund kennt, umso besser. Die Acht, die sich nach vorne lehnt, natürlich das Markenzeichen von Dale Earnhardt Jr. früher gewesen. Wirklich sieht super aus. Die Karikaturen sind ziemlich lustig, also mir gefällt es unglaublich gut. Ich denke mal, das wird wohl in die Diecast-Sammlung reinkommen und meiner Meinung nach auch absolut zu Recht. Weiter geht's mit Our Motorsports, die ein Throwback zu Ward Burton fahren. Ist tatsächlich eine ganz interessante Geschichte, denn Jeb Burton fährt, genauso wie Harrison Burton in der Cup Series, ebenfalls ein Tribut zu seinem Vater Ward Burton und hier in dem historischen 1992er Nummer 27 Wagen. Und ja, ist meiner Meinung nach auch ganz gut gelungen, auch wenn es jetzt nicht unbedingt das allerhübscheste Paint Scheme ist, aber weiße Front hier, weiße Decklid, also ja. Allgemein ziemlich solides Paint Scheme. Die 27 wird schon schön übernommen, aber jetzt auch nicht das Allerbeste, was zum Beispiel beim Sponsor hier hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können. Weiter geht's mit dem Paint Scheme, wo man zweimal hingucken muss, denn es ist ein Bill Elliott Burger King Throwback. Aber jetzt kommt's, achtet hier hinten drauf, man denkt, es ist das Burger King Logo. Es gibt auch leider nur dieses kleine Bild, aber wenn man genau hinguckt, ist es kein Burger King, was da hinten drauf steht. Das ist ein Insurance King gesponsertes Auto. Das passt natürlich ganz gut, aber sehr schön. Mal schauen. Hoffentlich kriegen sie dafür keinen Ärger. Aber das ist super gemacht, dass sie wirklich das exakte Logo genommen haben, eben nur das eine Wort geändert haben. Ansonsten das Paint Scheme auch wirklich gut angepasst. Auch wenn es jetzt meiner Meinung nach nicht die allerschönste Farbe ist, aber wirklich so macht man Throwback Paint Schemes. Hut ab, wirklich toll gemacht. Josh Bilicki hier natürlich an der Stelle. Also freue ich mich drauf, das auf der Strecke zu sehen. Gehen wir weiter zu Jeremy Clements, der hier ja, ein auch ziemlich interessantes Throwback ausgepackt hat. Schönen blau-gelb gehalten, so ein bisschen. Ja, hier oben sieht man es ja auch, dass legendäre 15er Wrangler Design von Dale Earnhardt Senior, der natürlich ja, war erwartbar, genauso wie ein Jeff Gordon hier öfter vertreten ist. Man muss sagen, Jimmy Johnson Throwbacks haben wir bislang noch nicht gesehen. Da ist vielleicht so ein bisschen dieses Jahr wenig, aber mal schauen, vielleicht fährt auch irgendjemand ein Jimmy Johnson Throwback, von dem wir jetzt noch keine Veröffentlichung haben. Aber hier natürlich das legendäre Wrangler Design, was hier auch ziemlich gut umgesetzt wurde, natürlich mit der 51 zu 15 auch eine ganz coole Geschichte. Ja, auch wenn es jetzt hier vielleicht trotzdem an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen mehr hätten machen können. Und dann kommen wir zu einem meiner absoluten Favoriten, Ty Gibbs, der an diesem Wochenende ein Bobby Labonte
Throwback fährt zur legendären Nummer 18 Interstate Batteries und das ist meiner Meinung nach eh ein sehr, sehr cooles Paint-Scheme. Interstate Batteries ja bis heute ein Sponsor von Joe Gibbs Racing, sponsert ja auch immer mal wieder Kyle Busch zum Beispiel mit auch einem sehr coolen Paint-Scheme, aber halt ein deutlich neuerem Paint-Scheme und hier hat man schön den Blitz übernommen. Perfekt. Also besser kann man es nicht machen. Natürlich ist so ein Throwback-Paint-Scheme richtig, richtig perfekt, wenn es auch sogar derselbe Sponsor noch ist. Also da weiß ich wirklich nicht, was man da bemängeln soll. Wenn einem das Paint-Scheme an sich halt nicht gefällt, dann ist es klar. Aber so rein vom Throwback-Aspekt her wirklich super und sieht auch auf dem neuen Toyota meiner Meinung nach echt klasse aus. Weiter geht's zum letzten Auto der Xfinity-Serie, was wir dann heute besprechen, und zwar einem Throwback zu Bobby Hamilton 1993, den wir hier dann sehen von JJ Haley. Ja, Throwback, was ganz gut funktioniert, sehr minimalistisch, simpel ist, aber auch hier das Logo sieht treffend aus, hat man gut getroffen, also dementsprechend ja auch ganz gut, auch wenn das hier wieder in sehr starke Pink-Gelb-Richtung geht, da entwickelt sich ein gewisser Trend bei den Throwbacks, aber meiner Meinung nach auch ziemlich cool. Gehen wir doch rüber zur Truck Series, da haben wir dann auch noch ein paar Trucks und steigen direkt mal mit einem meiner Meinung nach sehr, sehr gelungenen Throwback ein, und zwar mit DJR Racing mit Hayley Deegan, die ein Throwback zu Bobby Allison macht, in den ja auch sehr historischen Farben. Hier erkennt man natürlich sofort wieder, und ich muss sagen, natürlich bei den Trucks ist es immer ein bisschen schwierig, weil die oftmals ja, Lackierung von richtigen NASCAR-Autos, NASCAR-Cup-Autos nehmen. Und das kann manchmal ein bisschen merkwürdig aussehen, wenn man das auf den Truck parkt. Aber hier mit der Drittelung der Farben perfekt, sieht echt cool aus. Auch das ist ein Kandidat für die Sammlung auf jeden Fall. Die 1 auch im Stil so ein bisschen wie die 1 der 6 hier gehalten, auch wenn man hier vielleicht den Anstrich der 1 ein bisschen kleiner halten hätte können. Da wäre noch ein bisschen was gegangen, aber es sieht cool aus. Also gefällt mir auch sehr, sehr gut. Dann geht's weiter mit der Nummer 12 von Spencer Boyd, der zu Michael Waltrip ein Throwback macht, was meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut funktioniert. Das Einzige, was ein bisschen stört, ist der Sponsor hier. Das passt nicht so ganz zum Hawaiian Punch, das, was es da vorher gab. Ansonsten sehr, sehr cool. Die Nummernschrift ist übernommen worden. Auch die vielen Sponsor hier weiter Richtung Front sind größtenteils übernommen worden. Gefällt mir ziemlich gut. Also das sieht auch ziemlich cool aus. Weiter geht's mit Tyler Encren, der ein Throwback zum kalifornischen Fahrer Mike Skinner fährt. Mit den Flammen hier sieht nicht hundertprozentig korrekt aus, wenn man so möchte, aber die Flammen sind etwas dicker geworden. Aber trotzdem cool, hier natürlich dann mal eine Truck Series Throwback zu sehen. Sieht man nicht allzu oft. Und ja, freue mich da, Tyler Encren drin zu sehen. Als nächstes haben wir David Gilliland Racing, die ein Throwback zu Reggie Ruggiero, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, fahren, der anscheinend hier diese, ich weiß nicht ganz genau, wie man es nennt, Modifieds früher gefahren ist, aber das Paint Scheme funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut, auch auf dem Truck. Also hier schön mit den Wellen übernommen, die Sponsoren sehen soweit auch ziemlich gut aus. Also optisch auf jeden Fall auch ein sehr, sehr cooles Paint Scheme, vor allem für alle Leute, die hellblau, dunkelblau und weiß in Kombination mögen. Ist es auf jeden Fall was, was ziemlich cool ist, weil ein Priest wird da in dem Auto unterwegs sein. Also DGR Racing hier auf jeden Fall mit guten Paint Schemes an den Start. Dann kommen wir zu Matt DiBenedetto, der jetzt auch ein ja, ziemlich cooles Paint Scheme zu Sterling Marlin fahren wird. Die Nummer 25, das Paint Scheme, leider kein Vergleichsbild so richtig reingepackt. Also hier im Hintergrund sieht man es so ganz bisschen, aber kann man es nicht so richtig erkennen. Ich habe es mir mal angeguckt, wie es früher aussah. Das passt schon meiner Meinung nach ziemlich gut. Die Sponsoren auch gut angepasst, hier schön mit dem Berg. Sieht ganz cool aus. Das könnte ich mir aber vorstellen, dass es in echt vielleicht sogar noch ein bisschen besser aussieht als hier auf dem Bild. Dann gehen wir weiter zu, ja, irgendjemand muss das ja machen. Das ist so fast ein bisschen cheesy geworden, aber trotzdem gehört das auch irgendwo einfach dazu, das legendäre Dale Earnhardt Senior Throwback zu machen. Auch wenn es hier natürlich nicht die Nummer 3 ist, sondern 33, aber das passt schon, auch wenn die Nummer nicht ganz so stimmt. Das hätte man schon irgendwie vom Original übernehmen können. Deswegen würde ich sagen, es ist eher eins der nicht so gut gemachten Dale Earnhardt Senior Throwbacks, weil ja, dieses Paint Scheme ist wahrscheinlich das Paint Scheme, was am häufigsten benutzt wurde beim Throwback Weekend. Aber nichtsdestotrotz, natürlich gehört das einfach dazu, und der Rest des Wagens ist meiner Meinung nach ziemlich gut getroffen. Auch hier hinten die clean weiße Werbung.
gut getroffen, der Schriftzug passt. Also, ja, wollen wir auch nicht zu hart sein, auch wenn die Nummer ein bisschen ärgerlich ist. Weiter geht's mit einem auch ziemlich coolen Throwback, denn Dean Thompson throwt es zurück zu Dean Thompson, ein ja, anderer Fahrer, der früher eben diese kleinen Sprint-Cars gefahren ist. Coole Geschichte, also zum Namensvetter da einen Throwback zu machen, muss man auch erstmal drauf kommen, auch wenn das Throwback, ja, ich sag mal, so geht so, funktioniert auf dem Truck. Dafür ist ein bisschen zu viel Fläche, meiner Meinung nach. Aber ja, bin ich gespannt, wie es dann in echt aussieht. Aber die Idee an sich ist schon erwähnenswert. Also, das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Weiter geht's mit Carlson Hose, war der ja auch eins der coolsten Throwbacks, meiner Meinung nach, hier fahren darf. Und zwar ein Throwback zu Travis Pastrana. Und ja, die Farben sehen super aus. Also, ein dunkles, ich weiß nicht genau, schwarz-grau, schwarz-matt-grau, wie auch immer man es bezeichnen möchte, mit eben diesen ziemlich hellen Orangetönen, sieht sehr, sehr gut aus, gefällt mir. Also, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Dann kommen wir zum vorletzten, und zwar haben wir da Akinori Ogata, ich hoffe, ich habe es hier auch wieder richtig ausgesprochen. Der japanische Fahrer kehrt zurück mit einem Throwback zu Mike Skinners 2005er Toyota Tundra, der ja vom Optischen dem ziemlich nahe kommt, sieht cool aus. Ja, gerade dieser Oldschool-Flammendesigns haben schon irgendwie immer was, auch wenn es natürlich irgendwo minimalistisch ist, aber ja, trotzdem ein sehr cooler Throwback, mit dem er hier in die Truck Series kommt. Und dann gehen wir zum letzten Kandidaten. Und da haben wir nochmal einen Throwback zu einem Jeff Gordon-Auto, und zwar dem 2007er Auto, was ja nicht einer meiner größten Favoriten ist, ehrlicherweise. Die ja, blauen Flammen sehen ein bisschen merkwürdig aus. Auch die Sponsoren passen nicht so ganz. Also, ja, aber wenigstens hat man die Flammen gut hinbekommen. Also, ich gebe Ihnen das als lobende Erwähnung. Also, ja, wer das Paint Scheme mag, der mag garantiert auch den Truck. Ich muss sagen, bei mir gefällt das jetzt nicht ganz so dolle, aber es ist an sich immer schön, diese Throwbacks zu sehen und eben auch mal ein Throwback zu sehen zu einem Paint Scheme, was man eben nicht jedes Jahr sieht, wie eben zum Beispiel dem legendären Dale Earnhardt Senior, was man eben ja, wirklich immer hat. Da ist es wirklich schön, mal was Frisches zu sehen, und das ist wahrscheinlich ein Paint Scheme, was so wahrscheinlich noch nie gefahren wurde oder selten. Ich kann mich jetzt nicht an eins erinnern. Ja, das wären dann so die Paint Schemes, die wir bisher gesehen haben. Mir gefallen ja große davon wirklich gut. Die Favoriten hatte ich ja vorhin schon genannt. Schreibt mir jetzt gerne mal in die Kommentare, was ihr am meisten feiert, was ihr euch vielleicht sogar in die Vitrine stellen wollt. Da wird es ja für jeden irgendwas geben, denke ich mal. Ich denke mal, da haben wir wirklich, wirklich dieses Jahr echt gute bei. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.